wir kamen ja über das Shedding drauf und es war ja die Frage von Franz gewesen, wie können wir uns davor bewahren oder es ausgleichen, uns wieder gesunden davon. Und in meiner Erinnerung jetzt, es war ja sehr viel jetzt, war es so, Psychologie, also positives Denken, dass es mich nicht trifft. Ich höre zu, ich hole nur kurz ein paar Hilfsmaßnahmen nach vorne. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, wir haben etwas mitgebracht. Aber bevor die Lösungen kommen, habe ich noch eine Problemfrage. Die eine, die ich immer gestellt habe, dass ich mal eure Antwort gerne hören würde. Nämlich das eine ist die Frage immer, welche Form der Übertragung findet bei Bluttransfusionen statt, welche Übertragung bei Geschlechtsverkehr und im Moment erlebe ich bei vielen ungeimpften Entzündungen im Körper. Ja, Leberprobleme. Ob ihr dafür eine Erklärung habt, ja, was man tun kann. Die haben schon literweise CDL getrunken und das hat meines Erachtens nicht geholfen. Also fangen wir an, Bluttransfusion kommt darauf an, wie lange die Behandlung zurückliegt. Also diese MOD-RNA, lieber Gigabyte, hat schon eine Halbwertszeit von 60 bis 80 Tagen. Das heißt, unter Umständen noch ein Jahr nach der Spritze kann das Originalprodukt im Blut enthalten sein. Na gut, nicht das Originalprodukt, sondern die unverpackte Version dieser RNA. Im Blutsystem ganz blöde Idee. Von daher würde ich bevorzugen, meine Mutter anzuzapfen, die ist null negativ. Oder null positiv, wie auch immer. Also ich kann null negativ ist negativ. Richtig. Okay. Von daher, ich würde kein Fremdblut nehmen, Eigenblutbehandlung oder meine Mutter. Weil du hast halt die Exosomen im Blut und die gehen über die Leber und wir wissen nicht, wie lange und wann das aufhört. Alles andere, ja, über Atemwege, Flüssigkeiten, das ist alles Außenbereich des Körpers. Wir sind wie eine Art Donut, ja. Wir haben Außenbereich, dann geht einmal ein Loch, einmal in der Mitte durch. Das Darum. Ist Außenbereich, ja. Darum ist Außenbereich. Das muss einem klar sein. Und das sind Schleimhautzellen, die leben 2 bis 3 Wochen und dann sind die eh weg. Das heißt, selbst wenn die transfiziert würden durchs Originalprodukt, in Schleimhautzellen ist das relativ wurscht. Weil auch wenn es ins Genom integriert bei einer Schleimhautzelle, die ist in einem Monat weg. Erledigt. Man fühlt sich halt für eine Weile ein bisschen scheiße. Ja, das ist mir nach meinem Ausflug nach Krakau. Ich war platt, ja, es hat etwa 6 bis 9 Stunden gedauert und ich lag mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Weil es halt echt voll abgekriegt hat. Da war halt nochmal eine Schlumpfungsphase. Die Leute waren alle frisch gespiked. Und ich habe halt über die Exosomen wie einen grippalen Infekt gehabt, nur ohne Nase laufen. Das war der schöne Teil. Ich hatte zumindest keine verstopfte Nase. Das ist so der Unterschied gewesen. Aber man fühlt sich trotzdem eine Woche mit Fieber, Schüttelfrost und dem Ganzen, was danach kommt, man macht eine Art Infektion durch, weil Exosomen verhalten sich wie Viren. Nur, dass sie sich halt nicht vermehren. Aber die Zellen werden halt gereizt, getötet und ausgetauscht. Und Zellaustausch kostet halt auch Energie, weil da braucht man Baustoffe. Und das muss erst alles gebaut werden und dann ist man halt platt in der Zeit. Aber es ist relativ harmlos und danach ist man immun. Von daher, für uns ist das nicht so ein Problem, es ist einfach unangenehm und es ist lästig. Und wenn man wie meine Mutter mit einer allergischen Reaktion mit Durchfall reagiert, ist es doppelt lästig. Und dann kriegt man jedes Mal, wenn man mit irgendwelchen Geimpften zusammen war, eine ordentliche Scheißerei, was für die Diät eigentlich auch nicht schlecht ist. In der Zeit nimmt man ein bisschen ab. Kann futtern, ohne zuzunehmen. Schatz, 76,2 Kilo, habe ich das schon gesagt, bei 1,84,7 Körpergröße? Sei bloß wohl. Angeber. Also da, wir brauchen uns im Prinzip keine Sorgen machen, ist einfach unangenehm. Und das macht das Leben einfach extrem unangenehm, wenn manche Leute halt einen Hautausschlag kriegen, wenn sie irgendwas anfassen, wo Exosomen drauf sind, weil sie halt einfach mit einer allergischen Reaktion über die Haut reagieren. Ja? Das ist nicht gefährlich, aber es ist lästig. Und das verleidet einen halt einige Sachen. Ja? Wenn man weiß, okay, ich gehe jetzt ins Kino, aber am nächsten Tag werde ich danach halt krank sein. Ja? Das ist der Preis, den ich dafür bezahle, wird man sich da auch irgendwann überlegen, ist es das wert? Mit Methylenblau hat man das relativ schnell im Griff, da gehen die Symptome relativ schnell zurück. Dann wird es nicht ganz so schlimm, man kann es auch prophylaktisch reinkippen.
Oder zum Tuning. Ja, oder zum Tuning, also Methylenblau haben wir auch dabei. Ansonsten gucken, dass man basisch ist, weil viele Leute sind halt übersäuert und dann kommt nochmal ein Problem drauf und dann wird es halt einfach auch unangenehm. Also Basenbäder, Basenmischung, Körperumpuffern. Kneipp. Ja genau, das sagt der auch lieber warm duschen. Ne? Ich bin Warmduscher, das stimmt. Ja genau, ich lasse dich mal kalt duschen. Ja. Ja, genau. Aber die Leute, die wir morgens ins Eis fassen, schon, die haben dadurch durchaus Vorteile. Auf die du gerne verzichtest. Die ich zum Glück momentan nicht brauche. Aber in dem Moment, wenn ich es jetzt als Bluttransfusion bekommen habe, dann fängt mein eigener Körper vermutlich irgendwie... Ja, dann hast du ein Problem. Dann fängt mein Körper selber an Spike-Proteine zu. Unter Umständen schon, wenn, ja. Wenn Exosomen drin sind, die das MOD-RNA-Produkt beinhalten, werden deine Zellen transfiziert, ja. Oder Geschlechtsverkehr mit jemandem, der frisch geschlumpft ist und danach hast du mehr IgG als derjenige selber. Ja, aber das ist Außenbereich. Auch das ist Außenbereich. Die IgGs, ja, okay, gut. Du bildest Antikörper über die Schleimhäute. Ja, Schauschatz, aber wie war das nochmal mit rissigen Schleimhäuten und sonst irgendwas? Also die Wahrscheinlichkeit, dass dabei was schiefgehen kann, ist alleine schon dabei gegeben. Andererseits blutest du für gewöhnlich nach außen und nicht nach innen, wenn dich einen Finger schneidest. Ausnahmen bestätigen die Regel oder wollen wir vortrefflich hier weiter Ehekrieg spielen? Also ich habe eine Zweitlösung. Man könnte doch einfach Eigenblut abnehmen, wenn man eine Ehekrieg hat. Ja. Und sich das dann geben lassen, wobei es wohl nicht so einfach ist. Genau, die machen das ja. Richtig. Wir haben versucht, mit den Ärzten für Aufklärung eine Blutbank aufzubauen und einige andere auch und sind momentan an den Genehmigungsverfahren staatlicher Seite gescheitert. Ist ganz blöd. Aber nochmal, wollen wir jetzt die Ausnahme zur Regel machen oder wollen wir einfach sehen, hey... Wie viel Bluttransfusion habt ihr in den letzten Jahren gebraucht? Ja. So nach dem Motto, wie relevant ist das? Oder ist das wieder unser... Wie wir vorhin geschildert haben, unser Angstdenken, oh Gott, was mache ich, wenn was passiert? Ich hatte noch nie eine Bluttransfusion. Das ist so ein Problem, über das ich mir gar keinen Kopf mache. Und ich fahre gern schnell. Das Leben beginnt bei 240 km/h. Mache ich mir darüber Gedanken? Aber dazu muss ich sagen, ich habe gerade eine Freundin, die ist betroffen. Die ist halt ins Krankenhaus gekommen, irgendeine Virusgeschichte, Lungenentzündung. Und dann hat sie noch ein Problem mit der Herzklappe. Sie hat jetzt in der Uniklinik eine neue Herzklappe bekommen. Und was macht man bei der OP? Wird ja stillgelegt und sie hat ganz viel Bluttransfusion, sie hat auch eine Bluttransfusion bekommen, also sie ist ja im Widerstand, also sie wollte das ja eigentlich nicht, aber sie war da halt in einer extremen Situation und sie hat sich auch Gedanken drüber gemacht, aber in dem Moment. Ja, da gibt es ja auch dann eigentlich diese OP-Techniken, wo man das eigene Blut auffängt und reinigt und wieder reingibt, weil es gibt ja eh zu wenig Blut auch bei der Blutspende, ja, da ist ja immer Mangel. Mhm. Ja, und die haben ja zum Beispiel beim Blutspenden die letzten Jahre nie gefragt, sind sie geimpft oder ungeimpft? Nee, machen sie jetzt auch. In den USA fangen sie jetzt langsam damit an. Also die hatten ja auch das Problem, dass ihnen das Zeug teilweise gerinnt. Auch in den Kanülen schon. Ich glaube, die machen jetzt hauptsächlich Plasmaspenden mittlerweile oder sowas, weil denen einfach die Blutplättchen gerinnen. Ne? Das ist ja bei PF4 und Spike. So wie das Blut im Prinzip, wir haben doch bei den Pathologen auch gesehen, nach dem Motto, was die da für Scheiße bei den Geimpften aus den Venen rausziehen. Bei Nanostrukturen an sich, das ist ein Abwehrmechanismus der angeborenen Immunität. Partikel in einer gewissen Kleinheit lösen eine Blutgerinnung aus, weil der Körper sie für Bakterien oder Viren hält. Und damit die sich nicht im Körper verteilen, wird geklumpt. Und damit hat man versucht, tatsächlich Blutgerinnungsmittel auf Nanopartikelbasis zu entwickeln, um eben diese Blutplättchen-Transfusionsgeschichten einfach auch zu vermeiden, weil es erstens Mangel und zweitens Infektionsgefahr hat. Und dann nimmt man Nanopartikel in der Größe, die man verwendet hat, um Blut gerinnen zu lassen und spritzt es den Leuten und wundert sich, dass das Blut gerinnt. So zufällige Größen, die irgendwie sich bei Lipiden wiedergefunden haben. Das Qualitätsproblem, das jetzt einige Leute haben, die das Produkt erhalten haben. Die haben jetzt sehr, sehr dickflüssiges Blut und das zieht so ein paar Probleme nach sich. Also, wir müssen uns eingestehen, wir können nicht jeden retten. So, und wir alle kennen plötzlich irgendwelche Extreme, aber es geht hier um das Herdenüberleben und einen möglichen Systemwechsel, um die Herde möglichst breit aufzustellen. Das ist so wieder meine... Ne? Ein Kapitän ist niemals ein Demokrat. Ne? Ich bin Admiralität, weil ich darf auch noch immer Kiel holen. Deshalb so nach dem Motto, Achtung, viele der Sachen, die basisdemokratisch sind, auch wenn ich mich für demokratisch halte, interessieren mich nicht, wenn es hier um Seerecht oder Krisensituationen geht. Und man muss auch sehen, aus den Gentherapien oder einfach nur aus der Natur heraus. Ja?
Also, wenn ihr euch ein Herpesvirus zugezogen habt als Kind, zum Beispiel Windpocken, die integrieren ins Genom. Ja, die integrieren ins Genom, die habt ihr euer Leben lang in Nervenzellen drin. Aber der Körper schafft es, die stillzulegen, obwohl es ein fremdes Gen ist, das fremde Proteine produzieren könnte, die werden stillgelegt. Und genau das ist auch bisher bei fast allen Gentherapien passiert. Ja? Dieses Zolgensma bei Kindern, sagt ja Wohler immer, die sind wieder zur Substitutionstherapie übergegangen, weil es nicht funktioniert hat. Sie haben es versucht bei Mukoviszidose, da wäre es sinnvoll gewesen, ein zusätzliches Gen einzufügen, damit die Leute das haben, was ihnen fehlt. Es schaltet sich ab, weil der Körper erkennt, ist nicht meins, habe ich nicht gelernt. Wird abgeschaltet. Ja. Und das wird auch mit diesem Produkt früher oder später passieren, dass der Körper merkt, fremd, wird stillgelegt. Dann hat man halt einfach ein zusätzliches Gen drin, wie halt beim Herpesvirus, da hat man ein paar mehr Gene drin. Das ist in sogenannten somatischen Zellen, das ist alles relativ harmlos, das kann da verbleiben und ist okay. Wenn es halt nicht gerade ein Krebsgen aktiviert, ist das wurscht. Ja, dann hat man da halt ein, zwei zusätzliche Gene drin und gut ist. Blöd ist es halt, wenn du ein Onkogen aktivierst oder ein Proto-Onkogen oder halt ein Tumorsuppressor-Gen kaputt machst, ja, dann hast du ein Problem. Oder solange du noch Spike produzierst, hast du eine Dauerentzündung, das kann Krebs auslösen. Schatz, taktisches Zeichen. Wie? Ich bin doch schon richtig niveaulos. Guck dir mal die Gesichter an und dann frag die mal, wie niveaulos du bist. Also, schon wieder mein Niveau begraben. Ja, ja, wir begraben mal das Niveau und versuchen mal kurzfristig diese Hochsprache irgendwie ein bisschen umzusetzen. Gehen wir jetzt, weil du gerade mit Herpesviren und sonst irgendwas auch gesprochen hast. Leute, Lysin und Zink hilft bei solchen Sachen. Um jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel zu sagen. Oder was hilft auch bei sämtlichen sogenannten RNA-Viren? Zink. Ne, das ist ja generell für ihr Immunsystem. CPD. Na? Der nicht halluzinogene Anteile von Hanföl. So, alleine damit hätten wir. Öl kriegt man online. Alleine damit hätten wir diese Corona-Krise auslöschen können, weil die koronalen Viren gehören zur Gruppe der RNA-Viren. Das Militär, nicht, dass das Militär das wüsste oder sowas. Nein, nein. Na? Oder vorhin erwähnt, Paragraph 11, Chlordioxid. Na, oxidativer Stress in dem Bereich, der nur Stress für letztendlich vereinzelte Organismen ist, aber niemals für einen Zellkomplex. Beim Zellkomplex, wie wir als Menschen eigentlich sind, der Körper ist ja ein symbiotisches Gesamtkomplex, erhöht es nur die Zellmembranspannung. Die Zellmembranspannung ist wiederum dafür entscheidend, wie vital wir sind. Und je nachdem, wie vital wir sind oder wie viel Strom im Kopf, ne, je heller brennt das Licht. In der Bundespolitik habe ich das Gefühl, das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Aber das ist jetzt wieder individuell. Und so gibt es eben für verschiedenste Sachen Lösungsmöglichkeiten. Wir müssen lösungsorientiert umdenken. Und zu deiner Freundin, das heißt nicht, dass ich die abschießen würde nach dem Motto Better Luck Next Incarnation, sondern einfach zu sagen, hey, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, welcher Rettungsring ist jetzt passend? Klassische Spike Clearance. Na, das bedeutet eben, wir hatten vorhin schon erwähnt, Bromelain, Natokinase, Kurkuma. Chlordioxid, Methylenblau, um die mitochondriale Energie wieder aufzubauen, weil das in dem Bereich mit eingesetzt wird. Das ist eben ein Wasserstofflieferant, der gleichzeitig ein Bakteriozid, ein Virozid und ein Fungizid ist. Und Proteine rückfaltet. Und Proteine rückfaltet, die bei Geimpften prinzipiell gerne mal fehlgefaltet werden. Oder wenn man älter wird. Na, und also deshalb jetzt zum Anti-Aging. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich stehe auf Tuning. Und wie eine Katze habe ich auch gern neun Leben. Wie viel hast du schon aufgebraucht? Schatz, das gehört jetzt nicht hierher, es waren einige. Na? So haben wir da wiederum Möglichkeiten, um wirklich konkret was zu machen. Alkalisieren, Basis bleiben. Na? Keto leben, nicht mehr die ganze Zeit, auch das kleine Stück Kuchen geht aber noch. Und nach dem Motto, hier steht aber noch was, das Frühstückchen und man sollte noch eine Zwischenmahlzeit nehmen. So ein Quatsch. Jeder Nahrungsaufnahmeprozess ist belastend. Meinen Studenten habe ich immer freundlich gesagt, was meint ihr wohl, was Mr. und Mrs. Neandertaler damals gemacht hat? Schatz, denkst du schon mal die Frühstückskills? Natürlich. Und denk dran, meine Zwischenmahlzeit möchte ich 9.10 Uhr. Nein. Mr. und Mrs. Neandertaler sind letztendlich aus ihrer Höhle und das ist artgerechte Haltung des Individuum Mensch. Nachdem sie abends gefressen haben, sind sie lauf, Sprung auf, Marsch, Marsch, Wildschwein 2000, die Richtung. Und wenn sie keinen Orientierungssinn haben, dann scheidet diese Herde schon mal von der Evolution sehr schnell aus. Ne, die Frauen sind eher im Nahbereich gewesen, auch wiederum, um überhaupt mal Verständnis für euch selber so. Ne, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken. Damit habe ich schon viele bei meinen Studenten viele Ehekrisen und sonst irgendwas beseitigen können. Weil wir sind
nicht gleich. Und genießt die Unterschiedlichkeit. Wir haben auch nicht alle den gleichen Stoffwechsel, den gleichen Biorhythmus. Aber wir haben eine unheimlich hohe Überschneidungsmenge. Und wenn wir uns in der Individualität letztendlich gegenseitig genießen und die Überschneidungsmenge nutzen, ja mei, dann kann uns eigentlich kaum was passieren. Und als starker Verband wird es dann wieder nach Wahrhaftigkeit, wird sich der wiederum durchsetzen, der den Leuten das attraktivste Leben bieten kann. Wenn wir nur den, wie ich vorhin sagte, oh Gott, du wirst sterben mitkommen, na, dann nimmt der etwas, was länger ist als mein Klappspaten, der nimmt die Plattschaufel und haut sie mir vor den Kopf. Na, da komme ich nicht gegen an. So, aber wenn ich ihm sage, pass mal auf, du hast dich impfen lassen, ja. Wie sieht das mit deinem Lebenswandel aus? Wenn ich ihm liebevoll nach dem Motto auch, du führst ganz gerne Leute über Fremdschämen, habe ich es immer genannt, dadurch, dass du ihnen andere Informationen über andere Leute, schau, hier steht etwas. Na, ich hatte vorhin erwähnt, Arte, Fasten und Heilen. Damit sie sich überhaupt mal mit dem Metabolismus Mensch zu nehmen. Schokolade nur noch für Ungeimpfte. Oder einer der wichtigsten Sachen ist immer noch der Spruch, Wissen ist Macht. Und mit dem Buch, was Sabine geschrieben hat, ist es eben möglich, demjenigen auch zu sagen, hey, lies doch einfach mal da drin oder eine Lesung oder sowas dazu machen, weil da stehen alle möglichen, erstmal sie hat eine britische Art, die mir sehr liegt, man nennt es nicht schwarzer Humor, sondern Humor des schwarzen Lochs oder das ist noch schwärzer, ne? Aber ein Lächeln lehrt. Wieder diese Grundsätze einfach mit nutzen und vor allen Dingen sie hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, nach dem Motto, sie zu widerlegen ist eine meiner größten, nein, ich gebe auf, Herausforderungen. Ne? Sie hat es an Ich habe 1297 Fußnoten. Und das sind überall wissenschaftliche Quellen nicht hinter, alles. Wo... Ich habe auch meine Witze mit den Fußnoten. Wo Scheiße mitgebaut wurde. Hab dich lieb. Ja, sehr schön. Na? Also, Wissen ist Macht und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zum Allgemeinen, Gestaltung der Wohnräume oder sonst irgendwas. Ionisatoren, schon mal von gehört? Ne, Raumluftionisator, wie jeder Allergiker wird die Raumluft im Prinzip ionisiert. Achten auf die Luftfeuchtigkeit, ne, weil dieses Zeug verträgt nicht so gut mit der Luftfeuchtigkeit und schon habe ich da ein bisschen mehr. So, weil dann ich letztendlich, dann bindet es daran, dann habe ich Ionen mit drin und dann bekommt es einen Bugs, dann ist es pathogen zerstört. Tirili. Was habe ich damals gepöbelt, als sie in die Schulen die Masken gebracht haben, wo ich gesagt habe, hey Leute, habt ihr schon mal was von einem Stück Alufolie gehört? Ihr habt doch noch eine Hochspannungsröhre. Wie? Hochspannungsröhre. Ja, was ist denn eine Leuchtstoffröhre anderes? Und wenn du da ein Stück Aluminiumfolie rüberhängst, dann entstehen im Spaltmaß dazwischen Ionen. Und damit hätten wir auch das Pathogen schon wieder platt gemacht. Na, es gibt HEPA-Filter. HEPA-Filter halte ich nicht so viel von. Aber einige HEPA-Filter und Raumluftbefeuchter sind dann so ausgestattet, dass sie gleichzeitig zur Raumluftautomatische Regelung, das habe ich bei meinem Vater damals schon in der Seniorenwohnanlage alles eingebaut. Deshalb, ne, diese Pandemie kam für mich so langweilig daher und ich war nur am Austicken darüber, warum die Leute darauf reagieren. Weil all diese Sachen hatte ich vorher schon präventiv irgendwie, weil sie dem Leben dienen. Und das ist mein Motto und auch mein Kanal auf YouTube, diene dem Leben. Na? Eben dann halt eingebaut, so nach dem Motto, ich brauchte nichts Neues zu erfinden, wir haben nur ein paar Sachen ergänzen müssen. So, für die Leute, die gefährdet sind, Spike, Ionisatoren, gibt es letztendlich auch als kleine Kästchen, die man sich um den Hals hängt, oder gibt es auch unförmig, die du im Kühlschrank stellst, oder im Müllbeutel, die dann so ein bisschen Ozon und Ion machen, so nennt sich das. Ne, kenne ich Geräte, die kosten um die 20 Euro, sind batteriebetrieben, kannst du ja auch, sieht bloß unschön aus. Oder es gibt Geräte, die kosten 120 Euro, individuelle Streubreite, die dann mit einem Akku beladen etwas schicker aussehen, die du umhängen kannst. Trägt sie meistens. Ich bin für die brachiale Variante, ich habe nicht so viel Geld, ich nehme die 20 Euro Variante von Pearl, ist das in dem Moment. Ne? Weil die Funktion ist die gleiche. Wenn ihr zu Hause noch Leuchtstoffröhren oder sowas habt, ja Himmel, Herrgott, dann hängt eben dort ein Stück Aluminiumfolie drüber. Und wenn das Ding anhüllt, dann werden da automatisch Ionen entstehen. Wenn ihr über die Raumfeuchtigkeit oder mit der Lunge Probleme habt, ja dann guckt doch mal bitte schön, wer kennt denn seine Grundparameter nach dem Motto die Haltungsbedingungen deiner eigenen Biosphäre? Na, ich habe leider jetzt momentan nicht das passende T-Shirt an, aber das sollte euch schon mal eine Warnung sein. Mostly harmless. Normalerweise würde da jetzt stehen, bitte entschuldigt, ich habe nicht die Zeit und die Buntstifte dafür, euch alles nochmal zu erklären. Na, die sind in Hamburg, die T-Shirts. Na, die tragen wir in Hamburg für die Anwälte. Na, denen wir Workshops geben, damit die endlich mal anfangen,
didaktisch, dialektisch und naturwissenschaftlich auch mal das Ganze ins Rollen zu bringen, weil die meisten sind anstrengend. So, aber die Lösungen sind eigentlich leicht und da. Um jetzt mal aus meiner kotterigen Art wieder rauszubekommen, Ionisatoren, das gute alte Abdampfschälchen mit irgendwelchen speziellen Stoffen. In der Natur haben wir Stoffe wie Artemisia annua, die prinzipiell mithilft. Ne, Brennnesseln, wenn du mit Wässerung und sowas zu tun hast. Wir hatten zum Luftbefeuchten gehen, ganz toll Begonien. Ne, weil die viel Wasserumsatz haben, achtet darauf, dass die richtige Luftfeuchtigkeit ist. Oder warum glaubt ihr wirklich ernsthaft, hat sich einer von euch mal Gedanken gemacht, warum im Herbst und Frühjahr immer diese Atemwegsinfektionen sind? Ja, das liegt an den Pathogenen. Und besonders in den Seniorenwohnanlagen. Wenn du aber mal irgendwie eine Messung machst, wirst du feststellen, dass die natürlich immer die Fenster auf haben, Heizung auf voll und die Luftfeuchtigkeit bei 30% oder darunter liegt. Was passiert da mit deiner Lunge? Du vertrocknest, die wird rissig und dementsprechend anfällig für jedes Pathogen. Aber das liegt, das ist ein Naturgesetz, da können wir gar nichts gegen tun. Viktor Schauberger ist ja hier ums Eck irgendwo auch hergekommen. Na, der alte Forstwirt hat einen wunderschönen Satz gesagt, den wir vielleicht auch neben Goethe uns auf die Fahnen schreiben. Natur kapieren, Natur kopieren. Und dann haben wir wieder ganz gute Möglichkeiten. Methylenblau ist prinzipiell etwas, was uns pusht, weil es einfach den Mitochondrien im Prinzip Nahrung verschafft. Und zwar dann neben den anderen Sachen fehlgefaltete Proteine, sowohl für denjenigen, der nicht betroffen ist, also nicht von der Impfung betroffen ist. Das ist ein Biohack, der lebensverlängernd ist. Wurde gegen Alzheimer getestet, aber leider haben sie im Placebo schon so viel Methylenblau drin gehabt, also 8 Milligramm oder so, dass es schon Effekt hatte. Ja. Und damit hatten sie keinen Unterschied zwischen Placebo und Währung. So, grundsätzlich, damit es heißt, nach dem Motto, die scheißen nicht nur klug und euch zusammen, sondern die haben sich auch Gedanken gemacht, dass es verschiedene Produkte gibt, die wir mit irgendwelchen Leuten. Proteine, wir hatten vorhin davon gesprochen, dass gewisse Proteine der Mensch letztendlich eigentlich zu sich nehmen muss. Neben Wichtigstes nochmal Wissen. Na, auch wissen, wie ich funktioniere. Um über die Nahrungssicht dann nachher auch diese Stoffwechselstörungen und die ganzen Fehlsachen und sowas zu machen. Oder anders gesagt, wenn du die richtigen Proteine oder dich richtig ernährst, wirst du nicht so schnell alt werden. Na? Die gibt es dann in verschiedenen Formen. Ich glaube, von Kollagen, da haben die Frauen zumindest schon mal gehört. Mir als Mann erschloss es sich erst, als ich mich naturwissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe. Macht aber bei einigen Leuten Durchfall, nicht vertragen. Ja. Stichwort Bindegewebe und sonst irgendwas. Warum löst der Körper, also das ist alleine so der Bereich, warum löst der Körper eigentlich sein Bindegewebe, die Elastizität und sowas überhaupt auf? Naja, weil wir kontinuierlich in der Azidose leben, in der Übersäuerung, weil unser Stoffwechsel ist azidotisch. Kohlenhydrate, Kohlenstoff und Wasserstoff. Wasserstoff ist Energielieferant, den Kohlenstoff müssen wir loswerden. Deshalb atmen wir CO2 ab. CO2, anderes Begriff, Kohlensäure, sauer im Blut, in flüssiger Lösung. Und um das zu kompensieren, muss der Körper Pufferlösung herstellen. Pufferlösung sind meistens basische Mineralien. So, das Billigste, was ihr da machen könnt, ist Natron. Wir haben uns da mit einem Dr. Andreas Schliephakel zusammen Ideen gemacht, der hat darüber seine Diss damals sogar geschrieben, um da im Prinzip einen Cocktail zu machen. Und dazu sind alleine, nur um euch mal was zu sagen, 3 unterschiedliche Magnesiumsalze nötig, um den Körper mit Magnesium ausreichend zu haben. Und Magnesium brauche ich nicht nur wegen Krämpfen, sondern das findet auch im Rahmen des mitochondrialen Stoffwechsels, also deinem Hauptprozess der Energiegewinnung statt. D3K2 kennt jeder, aber dass du Magnesium und Bor dafür noch brauchst, um das Feuer zu kanalisieren, da haben die meisten wieder keinen Plan von. Ist das nicht vorhanden, wird zu viel Kohlensäure und andere Sachen und Schlackestoffe, Verbrennungsrückstände imitiert, die meistens dann toxisch sind. Und warum haben wir im Alter brüchige Knochen? Weil der Körper den Knochen schon entmineralisiert hat, weil wir die ganze Zeit in Säure gelebt haben. Pack doch mal einen Knochen in Säure rein. Was passiert denn danach? Kannst ihn rausnehmen, kannst Knickknack machen. Und dann kommen wir auch zu verschiedenen schrägen Stoffen, die wir hier momentan nicht mit dabei haben, weil dann würde ich immer auf den Kopf bekommen, Strontium. Du brauchst ein Atom Strontium auf 2000 Atomen Calcium, um einen festen Knochen zu bilden. Strontium ist ein Erdalkalimetall und das ist wiederum, kannst du nachweisen, wiederum, hey, wir stehen alle nur auf den Schultern von Riesen. Das haben die Römer schon gemacht mit den Gladiatoren. Die haben Aschetrünken mit Vulkanasche gemacht. Da ist das Zeug drinne. Na? So, und warum ist das nochmal wichtig? Neben dem festen Knochen, nach dem Motto, weil ich keine brüchigen Knochen haben will, habt ihr schon mal was vom piezoelektrisch gehört? Warte mal, ich zeige euch mal, dass ihr das auf jeden Fall kennt. Oder was macht hier den Funken?
So, wir sind in der Hochleistungsenergieverwertungsmaschine. Das bedeutet, dadurch, dass ich hier hüpfe, verbrauche ich zwar Energie, aber nur alleine durch die Komprimierung der Knochen werden auf der Oberfläche der Knochen Energie erzeugt. Das sind piezoelektrische Effekte. Und wenn wir die Zähne nicht nutzen, na, dann wird das Dendrit abgebaut, weil das sind auch piezoelektrische Effekte, die damit angekurbelt werden, weil das passiert immer, wenn ich eine kristalline Struktur mitmache. Aber ich schweife schon wieder ab, weil ich mich mit dem Thema ein bisschen lange... Na? Glutation habt ihr auch alle schon von gehört, ja? Aber einige Sachen sollte ich dem Körper nicht dauerhaft geben oder muss ich, wenn, dann intravenös geben? Und ich will immer, dass die Leute selbstständig, selber... Verpasst euch selber einen Einlauf, wenn ihr keine Spritze haben wollt. Oder warum geben wir kleinen Kindern Fieberzäpfchen? Weil da hinten werden die Flüssigkeiten, die Stoffe erst aufgenommen. Ne? Jeder putzt sich die Zähne, keiner putzt sich den Darm und dann wundert man sich, dass der verschlackt und leaky wird. Ne? Kausale Zusammenhänge sich selber eingestehen. So, aber wenn ich nicht eben an der Spritze hängen will oder dem Ganzen, dann gebe ich den Leuten auch nicht die ganze Zeit Melatonin, weil sie nicht schlafen, sondern gebe ich ihm 5-HTP, die Vorstufe davon, damit der Körper sich das selber synthetisieren kann, weil der Körper sonst als Regelmaschine immer die eigene Fähigkeit, wenn er den Stoff perfekt bekommt, natürlich dann runterregelt. Der Körper, das Leben und ich hassen Energieverschwendung. Also wird es immer drauf optimiert werden. Gibst du dem Körper aber letztendlich die Ergänzungsstoffe dazu, wo unter anderem auch Taurin, das kennt ihr letztendlich aus Verleiht Flügel, mit zugehört, ne? Dann kann er es selber synthetisieren und er hat plötzlich einen Cocktail mit Stoffen. Jeder Stoff, der hier drin ist, ist in sich ein Anti-Aging-Stoff. In den Kombinationen ist es der, dass es letztendlich dich dazu befähigt, das selber herzustellen, also du deine eigenen Fabriken rege hältst. Ist so der Trick. Ob das nun das ist, was wir entwickelt haben und teilweise als Bückware, weil da Stoffe drin sind, die ich offiziell natürlich nicht rausgebe, sei jetzt mal dahingestellt. Na? Und genauso wird sonst, wenn du Glutation zum Beispiel auch, muss in magensäureresistenten Kapseln oder intravenös genommen werden. Wenn du einen Schlangenbiss hast, super, kannst du damit super dich damit abfangen. Für den Dauereinsatz eben gerade der Regelprozess blut. Und wenn du zu viel Glutation im Kopf hast, dann wird das wiederum vom Körper zu Taurin verstoffwechselt für andere Sachen. Das sind... Für mich ist das sozusagen nach dem Motto, das ABC habt ihr doch alle gelernt, ne? Auch das ABC über euer eigenes Leben? Oder habt ihr tatsächlich die Verantwortung, dann schließen wir den Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Verantwortung für das eigene Leben, das kostbarste Gut auf Erden, was es sein sollte, nur in fremde Hände begeben, weil ihr keine Lust hattet, euch mit euch selber auseinanderzusetzen. Obwohl es so wunderschöne Lösungen gibt und es irre Spaß machen kann, diese Lösung zu kennen, mit anderen Menschen zu teilen und sie dann damit auch aus finsteren Tälern wieder ins Licht zurückzuführen. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den wir vorhin hatten. Denn wer von euch nie gewandert ist in einem finsteren Tal, weiß das Licht niemals zu schätzen. Und das war das, wo ich gesagt habe, auch vorhin und auch hier auf den Kollegen eingehend, das ist das, wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann gehen wir in Agonie. Ich liebe Agonie als Musik, um mir bewusst zu werden, wie schön es ist, im Licht zu wandeln. Und das sollten wir alle mitmachen. Und ich glaube, langsam überziehen wir sonst auch die Zeit. Und deshalb ziehe ich mich jetzt wieder in meiner cholerischen Art einfach ein bisschen zurück. Chlordioxid, Methylenblau, Multivitamin, Multimineralmix, da ist auch Chrom bei. Chrom, Alter, bin ich eine Stoßstange? Nee, aber willst du deinen Pankreas riskieren? Weil damit kannst du den letztendlich wieder manipulieren, dass der funktioniert und dein Blutzuckerspiegel im Griff hat. Effektive Mikroorganismen. Und dann gehen wir zu den Sachen, die man stofflich noch einsetzt. Raumluftionisatoren, Sauerstoffkonzentratoren, Rotlichtlampen, Wärmepflaster, Badewanne, heiß, alles über 40 Grad ist ein Rotlichtfaktor, also ist Infrarotstrahlung, deshalb unsere Konvektionsheizkörper funktionieren davon. Na? Und sorgt nach Dr. Gary Pollack dafür, dass wir auch daraus alleine aus dieser latenten Hintergrundstrahlung unser Körperwärme selber Energie machen und uns vor Schadstoffen schützen. Das sind sogenannte Grenzschichteffekte. Aber sonst bekomme ich gleich von ihr mit dem freundlichen Signal, mit der Hartschaufel, weil das ist alles erklärbar, alles gar nicht so schwer, aber wir würden jetzt den Rahmen sprengen und deshalb übergebe ich lieber an die geballte Fachkompetenz, die euch das sonst biologisch nochmal erklärt. Und das Buch haben wir auch dabei. Wir wollen zu dem Buch, falls ihr euch das kauft wollt, da hinten sind welche. Wir wollen da noch eine Variante rausbringen mit Edelstahlkanten.
damit ihr es endlich den Bremsköpfen richtig um die Ohren knallen könnt. So, ich ziehe mich wieder zurück und hole mir einen Kaffee. Sicher habt ihr eine Visitenkarte, wenn ihr da noch eure Adresse zu haben. Ich habe hier hinten in den Quellen ein Substack drinnen und da ist meine Website sozusagen. Mein Kurs ist auch gut, 25. Ich hoffe nicht, aber ich möchte unbedingt mit euch Kontakt geben. Entzündungen im Körper bei Unleben. Hatte ich vorhin mal die Frage gestellt. Es gibt viele entzündungsregulierende Substanzen. Astaxanthin ist, glaube ich, entzündungshemmend, Chlordioxid. Die basischen Mineralienmischungen sind entzündungshemmend. Basisch ist immer das Gegenteil zum Feuer. Ne, Methylenblau ist entzündungshemmend und gleichzeitig alkalisierend, obwohl es den Körper mit Wasserstoff versorgt. Das ist halt einfach nur der Grund, sonst nehmen wir ja Zucker oder Kohlenhydrate auf und das hat eine andere Bilanz. Das hat nämlich kaum Kohlenstoff drin, aber viel Wasserstoff mit drin. Und wenn es nicht letztendlich die Bakterien, Viren oder Pilze und komischerweise auch da wieder nur in einem bestimmten Niveau, was wir klassisch als Pathogene titulieren würden, killt, dann wird das Zeug eben dafür verwendet, dass es deine Mitochondrien mit Energie versorgt und dann wiederum auch, und da kommt der Fachbereich wieder mit rein, selbst dafür sorgt, dass Alterungsprozesse nicht mehr stattfinden, weil die Proteine wieder richtig gefaltet werden, die du brauchst, um lange zu leben. Da kann man Kryotherapie-Extrakt auch noch dazu nehmen, EDCG. Ne? Das ist auch eine der wenigen Substanzen, wo man tatsächlich in vitro auch zeigen konnte, dass die gefaltete Proteine auch noch gefaltet werden. EDCG, das ist Kryotherapie-Extrakt. Ja. Und Immunmodulierend sind vor allem auch diese Heilpilze. Ja. Also immunmodulierend, das heißt, die tun gerade das, was man braucht. Man versteht nicht warum, man versteht nicht wie, aber sie fahren das Immunsystem rauf und runter, wie man es gerade braucht. Das sind halt so die klassischen Heilpilze, die man auch im Versand bekommt. Ja, also. Gibt es auch schon als Mischung, teilweise sind es eher so Speisepilze. Oder, also diese Pilzextrakte funktionieren erstaunlich gut. Viele Ärzte arbeiten jetzt auch mit Zunderschwamm, Schmetterlingstramete, genau, nachdem wir sie drauf gebracht haben. Hericum bei Nervenschäden, das ist Lion's Mane, der wird in Deutschland nicht ganz so, das ist ein Speisepilz, ja, den kann man sich auch mit Butter anbraten und die gibt es auch als Extrakt, da ist er einfacher zu kriegen. Ist ein Baumpilz, der ist bei Nervenschädigungen, der kann er die Taubheitsgefühle also, reduzieren und geht auch ins Hirn. Löwenmähne. Hericum irgendwas. Ach ja, das habe ich schon mal. Das ist eine der wenigen Pilze, wo man weiß, dass die Substanzen über die Blut-Hirn-Schranke gehen und auch die Neuronen im Hirn auch wieder aktivieren und regenerieren können. Da haben es auch einige Ärzte mit experimentiert und auch gute Erfahrungen gemacht. Und das sind einfach, die holt man sich einfach im normalen Versand. Es gibt haufenweise Firmen, die jetzt diese Vitalpilze, Mischungen, einzeln, wie auch immer anbieten in Kapseln. Für die andere Seite würde ich immer den Knollenblätterpilz empfehlen. Macht schöne Träume. Aber ich glaube, die Frage, ich schließe mich ihr da irgendwie an, das ist jetzt ja gerade sehr viel und das ist jetzt ja dieses biologische Hilfsmittel sozusagen und wir kennen ja auch Menschen, wie gesagt, es gibt ja nicht nur in Anführungszeichen Long-Covid, ich nenne es immer Long-Virus, weil das gibt es ja auch nach anderen Erkrankungen. Ja. Ja, und manche kommen ja auch jahrelang wegen einer Autoimmunreaktion nicht mehr davon los. Und da würde mich ja schon das auch mal interessieren, wo kann man das nachlesen oder mit euch da in Kontakt kommen, um das mal sukzessive durchzugehen, was man da vielleicht probiert. Wenn Telegram. Ich bin in der Freiburg-Gruppe der Basis drin. Holger hat seine PN sowieso nicht im Griff. Richtig. Ansonsten diene dem Leben, gelbes Smiley mit den freundlichen Worten auf den Zähnen, don't panic, it's just a pandemic. Ja, aber dass man diese Dinge, die du jetzt hier... Wir sind gerade dabei, eben auch unter diene dem Leben ein Shopsystem aufzubauen, weil vieles von den Sachen sind... selbstgebraut. Sind offiziell schwierig. So, also dementsprechend, ich versorge halt die Selbsthilfegruppen der Geschädigten. Ich habe selber einen Verband seit 2015 mit ein paar hundert Leuten, der deutschlandweit ist, mit denen ich eben versorge und über die Ärzte für Aufklärung etc. pp. Dann auch. Und einige Stoffe, die ich dann eben an Verteilerstellen bringe. Da wir gerade in der Aufzeichnung sind, werde ich die hier nicht weiter benennen. Ich sage nur, in der Aufzeichnung bist du nicht drin. Eine der möglichen Verteilerstellen sitzt zu deiner Linken. Ja?
So, und dann wollen wir hier das nicht weiter breit treten, weil es ist eine Aufzeichnung. Und ja, und wir versuchen dafür zu sorgen, dass eben noch mehr Möglichkeiten dann eben gemacht werden. Aber das ist eben, hey, schau, wir sind halt in einem komischen System und wir müssen dann uns, wie war es in einem komischen System, was wir damals DDR nahmen, es nannte sich Bückware. Und ich kann jedem auch der Basis empfehlen, tue ich sowieso die ganze Zeit nach dem Motto, was hat dieses System, was da war, zu Fall gebracht, dass Parallelstrukturen sich aufgebaut haben? Ja. Ja. Na? Das bedeutet Bückware, Parallelstrukturen, eigene Geschäftskreise. Ja, das war vor allem in der Tschechoslowakei, das macht ja Václav Havel, hat es ja gesagt, da ist es wegen dieser Parallelgesellschaft einfach zusammengebrochen. So, und dann bist du auch nicht mehr angreifbar. Na, aber mich hat das eben persönlich bis in die Privatinsolvenz getrieben, etc. pp., weil ich habe eben auch die weltweit größte Analyse von Impfstoffen durchgeführt und das auf eigene Kosten. Papa Staat hat nichts mehr dazugegeben, die haben mich ja dann damals massakriert. Ich weiß also auch, wie man sich selber gefährdet und wie man Nebenwirkungen haben kann. Gibt es noch Fragen? Ich denke, es gibt sehr viele Fragen, aber... Wie wäre es mit einer kurzen Pause einfach, weil ich glaube, schaut, wenn die Studenten bei mir im Bereich Maschinenbau oder Luft- und Raumfahrt ihre Diplomarbeiten hatten, dann gab es immer so ein kleines Einweisungsgespräch, das ging ungefähr so 3 Stunden und danach hatten sie 3 Tage Kopfschmerzen. Also wenn ihr euch momentan überfordert fühlt, das ist vollkommen natürlich. Deshalb zeichnen wir die Sachen auf, weil vieles ist nachhörbar. Und vielleicht sollten wir einfach jetzt mal eine kurze Pause machen. Sauerstoff, hatten wir so viel drüber gesprochen, wäre ganz gut, wenn ihr denn einatmen. Bis in den Bauch rein, bitte alle mal aufstehen jetzt und einatmen. Kurz anhalten und ausatmen. So, das macht ihr jetzt 27 Mal, währenddessen gehe ich eine Zigarette rauchen. Nein, also, wir machen dann nach der Pause weiter und machen hier erstmal Schluss. Ja? Also, wir machen nach der Pause nicht weiter.